Für unseren nächsten Gast haben wir extra einen Asylantrag ausgefüllt. Darauf stand, lieber Django, magst nicht kommen? Und siehe da, er hat bewilligt, trotz seines schmalsten Zeitbudgets. Bin sehr froh und stolz, dass er heute Abend da ist bei Müller & Friends. Django, Asyl! Ja, vielen, vielen Dank. Es ist ja so, dass ich ja aus einem gewissen Zweck und Grund heute hier eingeladen wurde. Man will ja auch ein Zeichen setzen im Sinne der Integration in solchen Sendungen. Drum holt man dann auch mal so Exoten wie mich aus Niederbayern hierher. Und es ist aber schon kurios, dass das Thema Integration mittlerweile immer so eine, ja, so periodische Sache wird. Wann immer Wahlkampf ist, schreibt man das Thema Integration groß. Kaum ist die Wahlkampfgeschichte vorbei, flaut das Thema auch wieder ab. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Und gerade Sie in Baden-Württemberg waren ja quasi stolz drauf, dass ja den Oberintegrierer ja hier hatten aus der Gegend. Der Herr Schäuble war ja da Innenminister und hat ja ein Zeichen gesetzt, was das Miteinander betrifft. Gibt ja wenig Leute, die so offensiv auf andere zugehen. Und ich fand es ja damals auch sehr schade, dass er jetzt da sein Ressort da wechseln musste. Aber kurios ist ja, dass im letzten Sommer kaum war die Wahlkampfgeschichte, die Maschine angerollt, kam das Thema Integration eben auf einmal wieder auf. Und kurioserweise war es aber auch so, dass gerade so die alteingesessenen Ausländer mittlerweile dieses Thema dick hatten. Weil ich habe mich da extra mit einem altbekannten Menschen da unterhalten und der meinte dann auch bloß, seit 35 Jahren jetzt, ich lebe in Deutschland und jetzt auf einmal, ich soll machen Integration? Ne, Integration auch nicht immer ist gut. Ja, Türkei auch jetzt wollte machen Integration in Irak. Und dann EU hat gesagt, nein, jetzt nicht, weil Irak erst muss integrieren, Amerikaner. Ja, und wie oft Deutschland hat versucht, Integration und nichts geklappt, hä? Ja, wie oft ist der Steinmeier immer ist hingefahren zu Afghanistan, zu Iran, immer hat gesagt, ja, wir möchten integrieren euch in Westen, Krieg ist scheiße, Bombe ist schlecht. Ja, dann er auch hat gemerkt, ja, niemand hört zu. Ja, aber dann dieser Steinmeier hat gesagt, ja, wenn reden bringt nichts. Dann ich singe. Wirklich dann, diese Steinmeier extra hat gemacht ein Lied für Integration mit einem türkischen Musiker. Immer hat gesingt, Deutschland, Deutschland. Und dann auf einmal, diese Steinmeier war Kandidat für Kanzler. Mit einem Lied. Ja, dann SPD hat gesagt, diese Steinmeier soll werden Kanzler. Nichts mehr, diese Beck. Ja, weil SPD dann auch hat gesagt, ja, für uns eine falsche Sänger besser wie eine echte Tanzbär. Ja, was war mit dieser Beck? Hä? Beck 2 Jahre war Chef von SPD, aber Partei ihn bis heute noch nicht hat integriert. Ja, Integration. Und auch wenn du mal machst Integration, dann hilft auch nichts. Wann ist gekommen Merkel nach Deutschland? Ja, 1990. Wann ist gekommen Türke nach Deutschland? Ja, dann jeder normale Mensch sagt, erst eine Türke muss werden, Kanzler und dann jemand aus Ostblock. Ja, und von Merkel niemand hat verlangt Sprachtest. Und dann auf einmal, sie war Kanzler und immer hat gesagt, ich muss retten Klima, weil jetzt wird warm. Aber Klima in dieser Schwarz-Rot-Regierung von Anfang an war wie Alaska. Ja, dabei diese Schwarz-Rot, du hast gesehen, du in Deutschland für gar nichts brauchst du Sprache. Ja, in Schwarz-Rot auch, alle haben geredet Deutsch, aber Union versteht SPD nichts und SPD versteht ganze Welt nichts mehr. Nee, SPD auch immer hat gesagt zu Merkel, ja, jetzt hier bleiben, nicht immer rumfliegen in ganze Welt.
Ja, aber Merkel will nicht bleiben in Deutschland. Ja, zu gefährlich. Ja, weil in Deutschland innere Sicherheit ist kaputt. Ja, sagt diese Schäuble. Ja, Schäuble immer hat gesagt, Deutschland Katastrophe. Er gar nichts mehr weiß, welche Ausländer lernen Deutsch und welche Deutsche will werden ausländische Terrorist. Schäuble immer hat gesagt, Integration nur klappt, wenn Terrorist erst lernt Deutsch und dann baut Bombe. Ja, Schäuble immer noch nicht hat gemerkt, dass Terrorist nur redet Arabisch, damit Schäuble nichts versteht. Ja, und jetzt dann immer Schäuble hat gesagt, ja, dann er muss überwachen alles. Alles. Telefon, Fernsehen, Computer, Waschmaschine, alles. Schäuble sogar hört ab Handy. Jede Handy. Ja, ich, wenn jetzt kriege Anruf, ich immer erst sage, hallo, ich kann nicht Arabisch und baue keine Bombe. Ja, normal ich sowieso, brauche gar keine Handy, habe ich nur gekauft wegen Schäuble. Naja, weil Schäuble sagt, wer nicht hat Handy, er ist rechtsverdächtig. Aber manchmal, ich mache Blödsinn mit Schäuble. Manchmal, ich rufe an einen Freund und sage, hallo Mahmoud, hier ist Ibrahim, Allah ist groß, FC Bayern wird Meister. Ja, aber dann nach 5 Minuten, ich rufe nochmal an und sage, Schäuble war nur Spaß, hier alles okay. Also, Sie sehen, der Ausländer ist durchaus in der Lage, auch Humor zu zeigen. Und damit wäre er prädestiniert, hier in Deutschland zu leben, sogar als Ausländer. Bloß auch bei mir oder auf mir lastet da schon mittlerweile ein gewisser Druck. Ich werde immer öfter gefragt, ja, wirst du denn jetzt auch mal endlich Deutscher? Und ich trage mich durchaus mit dem Gedanken. Meine Eltern sind es ja eh schon. Meine Eltern sind schon lange Deutscher. War auch ein bisschen eine Auflage von mir, weil ich habe damals ein Haus gebaut und hab dann meine Eltern als Mieter reingenommen und eigentlich wollte ich halt keine Ausländer im Haus in diesem Sinne.